Welcome back to another German Food Review, and it's pizza time from Hallo Pizza, Eat Better, and it's a special pizza. There are more special pizzas. That's the one I got, and there's one that's called American Dream. That's basically a hot dog pizza with snack sauce, gouda cheese, and so on, pickles, onions, and hot dog sausage and roasted onions. But I wanted this one here, Pizza Virzio. With tomato sauce, gouda cheese, red onions, sucuk, and Herder's cheese or Hirtenkäse. And look at this here, pepperoni, chili pepper or hot pepper, right? This stuff here, the greenish stuff. Okay, €9.50 for the regular size, and the regular size is 26 centimeter. Then there's a happy size, €1 more. Okay, and pan pizza, but not for this one, I think, and a jumbo pizza. Okay, yeah, €9.50, that's definitely not low, but there are 1, 2, 3, 4, maybe 5 toppings, maybe 6 if you count the sauce, but, or the cheese, maybe just 4 toppings, I don't know. Anyway, let's eat it, €9.50, here's the bill. Pizza Virzio, that's the price, €9.50. Yeah, strange bill, super large. Anyway, let's open it. And it's cut, I saw it, right? 3, 2, 1, here we go. Okay, yeah. And Hallo Pizza has a problem. It's not the taste or the flavor, no. It's the cheese. This cheese looks really weird. And compare this here, right? There's no cheese on the pizza, yeah. Nobody wants to see this cheese here. That looks really strange. Oh. It's all the time. Anyway, let's eat it, right? It's just a look, but this look is really weird. Maybe they should change that. Okay, yeah, let's do something first, right? Okay, and now it's eating time, 26 centimeter, nearly €10. Mm-hmm. I hope it tastes good. Properly cut, and here's pepperoni. Yeah, it's not a sausage, it's a vegetable. It's called pepperoni in German. And hot pepper or chili pepper in English. Okay. Maybe they should cut that stuff. No, that would be better. Okay, here's the Hirtenkäse or Herder's cheese. A chunk of sucuk. Or two pieces, okay. And this crust feels really nice on the bottom. Can I flip this here? No, in a second maybe. And your onions. Strange looking cheese. And the red stuff is, I guess, the tomato sauce. And this crust here. Okay, now you can see it. Right here. Oh. Mm. Yeah, I like this crust. It's soft and tastes good. It's a salty pizza. Yeah, it tastes quite good, but it looks really weird. This cheese is not pretty at all. Okay, but it tastes good. Here we go. Mm. I forgot to dip. 1 second. Here it is, right? I need my dip. Mm. Yeah, it's quite juicy from this stuff here, I think. A little hot and sour. And a nice crust, now you can see it, right? This pattern here, here we go. Yeah, and look at this pizza here. I wouldn't pay €9 and, or €10, it's even more expensive. I wouldn't pay €10 for this. There's chicken on it and vegetables, that's it. Okay, mozzarella cheese. Yeah, pizza rolls with sucuk in it. Do you want to see that here? Leave a comment. 8 rolls, €5. Okay, let's eat another slice. How many slices? Okay. Okay, that's a big one. Oh, that's a huge one. Pieces of sucuk for the sucuk lover. Here it is.
Let's taste it. Here we go. Mm-hmm. Not bad. But I think they should cut this here into pieces. Would be a little better. So in every bite, a little bit of chili pepper. Here we go. Mmm. That's a good pizza. Tastes like a mix, a salty mix. Soft crust, yeah, and feels really nice. Mmm. Here we go. Yeah, nothing wrong with the flavor, just the look. It's really strange. Would you agree on that one? Would you eat such a pizza? Here we go. Tastes good. Mm. Okay, let's dip. Nearly empty. I think I want the Mississippi barbecue sauce again. This one was awesome. This is also... That's nasty, isn't it? This is also okay, but the Mississippi one is my favorite, I think. From the supermarkets. So let's dip it in. Here we go. Mmm. It's all good. It's not really crunchy, which is good for me. Just a little bit here on the outside. But not really crunchy. And it's quite tasty. I mean, the crust. Mmm. Here we go. There's stuff on it. Whatever it is, it feels good. There it is. Here we go. Mm. Yeah, definitely a tasty pizza. Not super awesome, but definitely tasty. Mm. I think it's just about, no. There's quite a lot of stuff on it, but still €9.50 for 26 centimeter. It's high, right? We have to save this for the Germans, for the greedy Germans. So, we'll just run here. Okay. Look at this weird cheese here. Really strange. Here we go. Not bad. Yeah, and it really tastes just like a mix. A little bit from everything. And a little hot from the chili pepper or hot pepper. Here we go. Mmm. Crust killer. Mmm. Pizza New York. Mm. Okay. With tuna on it. This one looks quite interesting. Four seasons. And €8.20. Okay, with mushrooms. Ooh, mushrooms on a pizza. Okay, maybe next time. Yeah, rating for this pizza. Thumbs up. It's maybe a little pricey, but it tastes good. Oh, and I like this crust here from Hallo Pizza. Yeah. You know what time it is, right? Before I forget it, yes, Mr. Choose your bite right now. Mmm, mmm, heard of cheese and salty. Yeah, thumbs up for pizza and nice box, very simple to use. Just do this. Okay, thanks for watching. I continue in German. So, irgendjemand hatte was in die Kommentare geschrieben. Hallo Pizza hat neue Pizzen. Und warum bleibt das jetzt nicht auf hier? Hier ist eine davon. Die sieht ganz interessant aus, deshalb habe ich sie gekauft. Aber es gibt mehrere. Das ist hier, die ich review. Die gibt es gleich. Einmal gibt es die hier.
Hallo Pizza American Dream ist quasi eine Hotdog-Pizza. Habe ich erst überlegt, ob ich die nehme. Ja, eine Hotdog-Pizza ist nicht so schlecht. Aber dann habe ich die hier gesehen. Hier könnt ihr gucken, was drauf ist. Ja, ist halt eine typische Hotdog-Pizza. Röstzwiebeln, Hotdog-Wurst, Zwiebeln und so weiter. Und dänische Gurkenscheiben. Die hier habe ich genommen. Da ist nämlich Sucuk drauf und Hirtenkäse. Sehr leckere Kombination. Und milde Pepperoni. Ja, so mild sind die gar nicht. Die sind schon ein bisschen scharf, aber nicht wirklich scharf. Aber so gut. Passt sehr, sehr gut dazu. Und ja, noch Zwiebeln und so. Und Tomatensauce. Und der Käse, da kommen wir gleich zu. Und dann gibt es noch die hier. Die sind noch teurer als die anderen, aber die würde ich nicht kaufen. Würde ihr die kaufen für 10 Euro? Ja, Hähnchenbrust, Mozzarella-Käse. Okay, nee. Ja, und wollt ihr das hier sehen? Dann schreibt mal einen Kommentar. Würzlinge 8 Pizzabrötchen, 5 Euro mit einem Dip und da ist Sucuk drin. Quasi dasselbe wie hier, nur als Brötchenform. Und ich hatte noch keine Brötchen von Hallo Pizza. Okay, die sieht auch noch ganz interessant aus. Four Seasons. Ja, aber da sind Pilze drauf oder Champignons. Okay. Wie auch immer, hier sind die Größen. 26 cm ist Hallo Pizza. Happy Size 30, kostet 1 Euro mehr, aber ist nicht ganz bis zum Rand belegt oder irgendwie so. Wie auch immer, hier ist die Pizza und ja, guckt euch das Ding mal an. Ein Schönheitspreis wird ihr auf jeden Fall niemals gewinnen. Die wird immer auf dem letzten Platz sein und das liegt eigentlich nur am Käse. Der Rest sieht okay aus, aber dieser Käse sieht wirklich aus wie eine Krankheit. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, wir gucken ihn uns mal etwas näher an. Was sagt ihr hierzu? Ja, sieht aus, ist ausgebrochen irgendwas. Ja, das ist auf jeden Fall nicht schick, der Käse. Aber okay, zum Geschmack kommen wir gleich. Sieht trotzdem richtig furchtbar aus, oder? Ja. Hier ist der Rest. Zwiebel, Sucuk. Hirtenkäse. Oh, das ist aber nicht gut verteilt hier. Okay, hier sind ganz schön viele drauf, wenn wir mal hier welche runternehmen und auf die machen. Denn eigentlich sollte man ja in jedem Biss ein bisschen was haben. Deshalb sollte man die wahrscheinlich auch schneiden, aber ich kann nicht mehr warten. Right here. Das erste, was auffällt, die Pizza ist ziemlich salzig. Aber das stört nicht, passt hervorragend. Und schmeckt ganz gut, aber schmeckt nur wie ein Mix. Man schmeckt so, ja, quasi nicht genau raus. Aber es ist ein sehr angenehmer Mix. Und ich mag diesen Bohnen hier. Und der fühlt sich auch geil an. Der hat nämlich Noppen. Ja, richtig interessant. Okay. Und Käse ist gut. Ja. Sucuk. Oh. Er ist nicht mehr so viel. Nicht so gut verteilt. Boden ist okay. Zwiebeln sind okay. Tomatensauce weiß ich nicht. Der Käse schmeckt ja, schmeckt ganz gut, aber ja, sieht furchtbar aus, right here. Findet ihr den Preis zu hoch für 26 cm? Dann sagt man Bescheid. Nee. Ja, aber schmeckt gut. Man muss, ja, aber angucken kann man sich das Ding eigentlich nicht. Bio. Aber ich mag den Boden mehr als den von Domino's / Joe's. Ich weiß nicht genau, was es ist. Der ist nicht so schaumig. Der ist hier, ja, schön weich. Nur ein ganz bisschen knusprig hier außen. Aber das hält sich im Rahmen, hier im Grund. Hm. Schmeckt ganz gut. Hier ist natürlich ein Dip. Ich brauche immer einen Dip. Und die ist bald alle. Ich glaube, ich werde nochmal diese Mississippi-Soße kosten. Die war nämlich lecker. Oder ich finde noch eine andere interessante. Oh, ich hätte auch einen Knoblauch-Dip gehabt. Verdammt. Knoblauch hätte gut gepasst, hier im Grund. Der ist eh im Kühlschrank, denn das ist kalt. Kein kalten Dip, hier. Man könnte auch einen Dip kaufen für 1 Euro, aber nee. 1 Euro für einen Dip, hier. Ja, da gibt es nichts zu sagen. Sehr schöne Box hier. Sehr einfach aufzumachen. Und er hat gefragt, ob er sie schneiden soll. Ich habe ja gesagt. Kassenrohr bekommt man auch, aber allerdings einen sehr komischen. Das ist ein bisschen riesig. Hier sind die Hallo Pizza Virzio.
Da ist der Preis 9,50 Euro. Ja, vielleicht ist es ein bisschen zu hoch, keine Ahnung. Pizza ist immer überteuert, egal in welche Pizza es geht, außer man, ja, manchmal auf der Straße und 2 Euro so ein Riesenstück bei 1,50, das geht vielleicht. Obwohl man das, wenn man das auch hochrechnet, auch nicht so günstig ist. Ja, Pizza ist halt teuer. Im Vergleich zu anderen Sachen. Aber die hier schmeckt ganz gut, nicht außergewöhnlich oder so, aber ein sehr schöner, angenehmer Mix right here. Ein Stück Käse. Ja, der schmeckt ganz gut. Tschutschuk auch. Und alles zusammen passt sehr gut. Sogar die milden Peperoni passen sehr gut. Und auf dem Rand ist hier irgendwas drauf. Was ist das? Wenn ihr es wisst, sagt Bescheid. Ich finde es gut, fühlt sich gut an. Ich weiß nicht, ob das was für einen Geschmack macht. Aber es fühlt sich gut an. Aber ja, ja. Guckt euch diesen Käse hier an. Ey. Here we go. Und ja, diese Kruste müsste man nicht dippen. Aber ich dippe jede Kruste. Auch eine Cheesy Crust. Here we go. Das schmeckt keiner. Ja. Barbecue kann man essen, aber ich würde einen Knoblauch-Dip empfehlen. Würde wahrscheinlich noch ein bisschen besser sein. Aber nehmt das, was ihr mögt. Here we go. Ja, letztes Stück. Ja, Rating für Hallo Pizza. Gibt es einen Daumen nach oben, wie gesagt. Die ist nicht irgendwie außergewöhnlich oder so, aber schmeckt lecker. Wenn man die sich kaufen sollte oder bekommt oder was auch immer, wird man sie auf jeden Fall aufessen. Erstmal hier den Daumen nach oben. Das ist ein Must-Have, nicht unbedingt, aber ja, wenn man bereit ist, 59 dafür auszugeben, kann man es auf jeden Fall essen. Alles klar. Und die Kruste ist gut, die gefällt mir. Nur der Käse ist absolut hässlich. Der hässlichste Käse, den es gibt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.